Ja, wenn es dein allererstes Interview der Woche, wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen, jetzt kommen die Schweine von F95 TV und holen dich nach zwei Niederlagen in Folge hier ran. Aber wir haben auch gesagt, das letzte Mal, als wir hier zusammen mit einem Spieler saßen, war es Felix Klaus vor dem Spiel gegen Hamburger SV. Und haben wir 2-0 gewonnen und Felix Klaus hat getroffen. Ja, also gutes Omen, hoffentlich. Hoffentlich, ja, genau. Dass man nicht ohne Rückschläge durch diese Liga spaziert, ich denke, das war klar. Dadurch ist die Konkurrenz einfach auch zu stark. Trotzdem, diese zwei Niederlagen in Folge taten schon weh, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das tut immer weh. Ja, wie gesagt, ich glaube, keiner rechnet damit, dass wir eine ganze Saison nur erfolgreich sein können, nur gute Momente haben. Das gehört einfach dazu, vor allem in der zweiten Liga. Ja, das ist auch Part von also Teil von unserem Job, sage ich mal. Also letztes Jahr haben wir auch ein paar Momente gehabt, dass es was schlechter lief und dann sind wir glücklich, dann haben wir das schnell umdrehen können. Klar hoffen wir, dass wir das jetzt dieses Wochenende wieder genau das Gleiche machen können und umdrehen können, damit wir wieder ja, diesen Erfolg, den wir am Anfang dieser Saison hatten, wieder spüren können und ja, wann wir weiterhin gute Serie starten können. Wenn wir über dich reden, müssen wir auch über deine Verletzung ja ganz am Anfang der Saison kurz quatschen. Du hast ja die Vorbereitung auch verpasst, warst mit deiner Fersenverletzung sehr lange raus. Seit dem sechsten Spieltag wieder dabei. Trotzdem vielleicht erstmal noch so ein Rückblick auf die Zeit, wo du verletzt warst. Es war ja schon eine längere, langwierige Verletzung. Ja, das ist nicht einfach. Ich habe es leider auch ein paar Mal schon gehabt, dass ich mehrere Monate raus war. Ich glaube, es gibt noch viel Schlimmeres. Also auch viele Spiele, die schon viel öfter und länger draus waren. Aber ich kenne das Gefühl schon. Dieses Mal habe ich eigentlich auch gedacht oder gehofft, dass es nur so 4, 5, Ja. 6 Wochen wären. Eigentlich noch kurz am Anfang. Aber haben wir ja leider gemerkt, dass es nicht so viel besser lief nach ein paar Wochen. Ja, man will natürlich direkt wieder da sein und zeigen, ja, den Erfolg, den wir auch letzte Saison dann hatten, den ich auch persönlich hatte, dass ich das wieder also nicht für eine Saison zeigen will, aber auf längere Strecke. Und ja, wenn man dann gezwungen ja, draus muss oder ja, wegen zu viele Schmerzen und ja, das tut weh. Ich wollte natürlich auch nach letzter Saison einer der Jungs sein, dann auch, der in der Kabine dann auch immer da ist, der vielleicht auch Positivität ausstrahlt, weil es einfach nicht einfach ist nach, glaube ich, letzter Saison und ein paar Wochen Pause, also Sommerurlaub, dann wieder reinzustarten und wieder dieses gutes Gefühl zu kriegen. Ja, glücklich haben wir das trotzdem hingekriegt, auch wenn ich nicht immer da war. Und ja, dann war es für mich einfach viel alleine am Anfang natürlich, viel Fahrrad und dann viel mit Engin, Andi und dann langsam lief es besser und ging es besser mit meiner Ferse und ja, dürfte ich langsam wieder reinsteigen und mittrainieren. Und das ist dann das Schönste auch. Um wieder zu machen, ja, Mannschaft wieder, um wieder mit der Mannschaft zusammen zu trainieren. Das vermisst man schon, ja. Du bist ja dann auch seit dem sechsten Spieltag immer wieder zum Einsatz gekommen, 5-mal eingewechselt worden. In Münster dann das erste Mal auch in der Startelf gestanden, auch über 90 Minuten gespielt. Vielleicht erstmal vorm Spiel. Was war das für ein Gefühl, endlich wieder in der Startelf zu stehen? Ja, klar, gut. Ich habe eigentlich gar nicht so darauf geachtet, dass ich auf einmal wieder jetzt Startelf bin und so lange nicht gespielt habe. Aber ich meine, wir haben natürlich auch ein paar Testspiele hier gehabt. Ich habe noch bei der U23 nochmal mitgespielt. Also das haben wir auch ausgenutzt, dass ich mal ein paar Minuten sammeln konnte. Von daher habe ich eigentlich wenig Gefühl dabei gehabt, dass es auf einmal wieder speziell war oder so. Aber ja, ich freue mich natürlich extrem, dass ich wieder von Anfang an spielen dürfte. Und
dann hoffst du eigentlich, dass du direkt das auch ein Tor schießen kannst. Aber ja, das war dann letzte Woche leider nicht der Fall. Aber werde natürlich alles dafür tun, um dann die nächste Woche wieder immer besser zu werden. Auch, dass ich in meine eigene ablaufe. Ja, dass ich wieder da bin, so wie ich letztes Jahr gezeigt habe. Und ja, ich glaube, das ist immer schwierig, um auf einmal wieder da zu sein, direkt erstes Spiel wieder zu zeigen, was du vorhast. Aber klar, das probieren wir immer. Aber ich glaube, es ist normal, dass jeder ein bisschen Zeit immer braucht, um wieder reinzukommen, wieder das Gefühl zu kriegen, dass man das Unterschied machen kann. Allein oder als Mannschaft zusammen. Wie holt man sich so das Selbstvertrauen zurück? Ist das wirklich über, ganz stumpf gesagt, über Tore, wenn du die halt schießt? Brauchst du diese Erfolgserlebnisse? Oder ist das auch so, dass man da analytisch sagen kann, okay, jetzt wieder 90 bekommen, davor nach langer Verletzung wieder Einsätze nach Einwechslung, das kommt mit der Zeit. Das war ja, in der letzten Saison war das ja auch ähnlich bei dir. Irgendwann ist der Knoten geplatzt und dann hast du da die Buden gemacht. Und dann kam es ja. 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 Ja, ich muss auch sagen, klar, also für mich wird das Zweite dann so sein. Mein Traumszenario ist, du kommst rein, du schießt ein Tor, du spielst von Anfang an, Spiel danach, du schießt ein Tor und du zeigst direkt, was du kannst. Aber das ist ja leider nicht bei jeder dann. Manche machen das, aber leider nicht bei jeder so. Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Ich bin auch kein Typ, der immer schaut, ey, ich habe ein Tor gemacht und deswegen war es jetzt okay. Ich meine, ich habe auch schlechtere Spiele gehabt, wo ich ein Tor geschossen habe. Und es geht mir erstmal darum, dass ich nicht nur für mich, aber auch natürlich für Staff, für Trainer, für die Jungs auf dem Platz zeige, dass ich da bin, dass ich einen Unterschied machen kann und dass ich die unterstütze und dass wir also zusammen wieder diesen Erfolg haben können. Und ja, wie du gerade gesagt hast, letztes Jahr war es ähnlich, wo ich dann auch spielen dürfte. Dann habe ich dann, wenn ich es gut habe, glaube ich, meine erste Startelf doch ein Tor gemacht. Also das war schon gut. Aber danach auch ein paar Spiele nicht. Und trotzdem habe ich daran geglaubt und glücklich auch, glaube ich, dann der Staff damals auch, dass das von alleine dann kommt. Im Endeffekt ist das dann auch passiert. Und, klar, ich hoffe, dass das jetzt auch so ist, wenn ich jetzt die nächsten Spiele wieder spielen darf oder viele Minuten spielen darf, dass ich dann auch wieder ein paar Tore am Endeffekt mache, weil ich dann wieder in diese Flow reinkomme und dieses Gefühl von alleine wieder kriege, wenn man viele Minuten machen darf. Ja, eigentlich muss man sagen, jetzt auch gerade hier, insbesondere bei diesem Gespräch, du strahlst einfach so eine unfassbare Ruhe aus. Du hast jetzt auch eine 3 vorne stehen, bist ja auch 30, zählst zu den erfahreneren Spielern. Ist das auch vielleicht was du hoffst, dass die anderen so ein bisschen abfärbt auf die anderen, diese Ruhe auch, die du auf dem Platz hast, also auch einen kühlen Kopf in heißen Situationen zu bewahren? Ja, also einfach ist es nicht, muss ich sagen. Ich war auch früher nicht immer so. Ich bin, glaube ich, persönlich schon so ganz ruhig. Auf dem Platz kann das manchmal ein bisschen anders sein, aber also mit der Zeit habe ich schon gelernt und will ich auch gerne so sein, dass ich Ruhe ausstrahle für den Jungs da draußen. Weil ich glaube, dass es viele weiterhilft auch. Es passiert halt einfach ganz viel heutzutage im Fußball, mit Medien, also auch außerhalb vom Fußball. Wir kriegen so viel mit. Ich glaube, das tut uns nicht immer gut. Deswegen eigentlich hoffe ich, dass ich jetzt mit meinem Alter auch mit meiner Erfahrung auch die jüngere Spieler mal ein bisschen dabei helfen kann und das Gefühl geben kann von, hey, lass das einfach. Es ist halt so jetzt, dass viel gesagt wird und wir viel mitkriegen. Aber im Endeffekt geht es darum, was wir hier auf dem Rasen machen. Nur wir haben da Einfluss darauf. Und von daher probiere ich die Jungs das so weiterzugeben. Also Kopf cool und Fehler passieren und lass uns einfach weiterarbeiten. Jetzt blicken wir mal auf Samstag, 20:30 Uhr, dann ist es dunkel, hier sind aber die Flutlichter an. Das Stadion wird recht voll sein gegen Paderborn. Lass uns vielleicht erst über Paderborn reden. Letzte Saison
war es echt schwer gegen die. Also wir haben 0 Punkte geholt. Unsere Angstgegner. Ja, spielt das in der Vorbereitung eine Rolle oder lernt man dann eher aus diesen beiden Spielen? Boah. Ja, auf jeden Fall lernt man aus den beiden Spielen. Aber ja, ich weiß nicht. Also für mich ich gehe das Spiel eigentlich an wie jedes Spiel, klar. Aber ich hab schon im Hinterkopf natürlich, dass wir komischerweise also letztes Jahr da zweimal gegen den verloren haben. Obwohl ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass es so richtig verdient war. Also wir waren nicht gut, aber wir sind auch nie weggespielt. Ich weiß nicht mehr, was zu Hause war für Ergebnis. 1-2, glaube ich. 1-2 war das? Diese Countertor. Ja. Und auswärts war dann diese viele Tore, glaube ich, 4-3. Ja, ich meine, ich habe es im Hinterkopf und ich hoffe, dass die Jungs auch, es ist auch schon gesagt geworden bei uns, dass Paderborn letztes Jahr natürlich quasi unsere Angstgegner war, aber das kann ja zusätzlich Motivation sein, die nicht mal zu schlagen. Also ich glaube, das gibt einfach nur Motivation für uns, um das dieses Wochenende was anderes zu zeigen. Und für mich persönlich auch, weil ich hatte, glaube ich, auch gar kein Testspiel, glaube ich. Letztes Jahr waren die ersten beiden Spiele gegen Paderborn für mich. Und also ich möchte auch mal gerne wieder gegen Paderborn. Auch wenn es jetzt erst deine zweite Saison ist als Fortuna, du hast ja schon recht viel erlebt, so in diesen, ich sag mal, anderthalb Jahren, wo du hier bist. Wie würdest du diese Station für dich einordnen? Hast du manchmal auch so diese Momente, wo du vielleicht ein bisschen rauszoomst und das für dich so ein bisschen auch verarbeitest? Wie sehr der Verein vielleicht dir auch schon ans Herz gewachsen ist, auch bedingt durch die Momente, die man schon einfach gemeinsam als Mannschaft, aber auch mit den Fans erlebt hat? Ja, klar, das macht man, glaube ich, für mich dann bei jeder Verein. Das hängt am Endeffekt natürlich ein bisschen zusammen mit dem Erfolg. Ich glaube, mit den Vereinen, wo du am meisten Erfolg hast, dann ist es am meisten auch, dass das eine gute Zeit für dich war, dass du viel positive Erinnerungen hast. Und auch, wenn es natürlich auch letztes Jahr dann ganz am Ende nicht so positiv war, glaube ich, dass ganz viele, und dann glaube ich auch nicht nur Spieler, aber auch Fans, aber ich kann nur für mich auch sagen, dass es für mich auch alles ganz positiv war am Endeffekt. Weil ich das Gefühl hatte, dass wir wieder ausgestrahlt haben, was der Fortuna eigentlich ausstrahlen möchte und vielleicht eine Zeit lang davor nicht getan hat. Und ja, das sieht man in manchen Momenten. Also wenn man hier unterwegs ist in Düsseldorf, merkt man das dieses Jahr noch, dass sie das nicht vergessen haben, wie gut es war letztes Jahr, was wir gezeigt haben. Und das sagen auch Leute zu mir. Das war letztes Jahr schon, habe ich da deutlich eine Steigung gesehen von Leuten, die auf mich zukamen und einfach mal kurz quatschen wollten und fragen wollten, wie ist es so und was macht ihr dann und warum seid ihr dann so erfolgreich oder warum läuft das und wie ist die Truppe oder ihr seid einfach eine geile Truppe, weil es sieht einfach so aus auf dem Platz und ja. Also viele Komplimente gehabt und das nehme ich natürlich mit und ich muss sagen, das ist nicht einfach, glaube ich, um das in so kurzer Zeit zu dass es so alles so positiv am Endeffekt ist. Weil ich glaube, wenn man 5 Jahre irgendwo ist, kann man diese positiven Momente schon rausnehmen. Aber dass wir jetzt in dieses letztes Jahr und jetzt dann diese paar Monaten, ja, habe ich schon das Gefühl, dass ich hier eigentlich länger schon bin eigentlich. Das tut mir halt gut. Und ich hoffe natürlich, dass da weiterhin viele schöne Erinnerungen noch kommen. Zum Abschluss. Wir haben ja jetzt auch schon über die aktuelle Situation geredet. Wir wissen trotzdem aber auch, dass nicht alles ganz schlecht ist, weil zur ganzen Wahrheit gehört eben auch zweitmeiste zu Null Spiele, zweitbeste Abwehr der Liga, auch Platz 3 noch in der Tabelle. Und natürlich waren die letzten Ergebnisse nicht gut
und man wünscht sich das anders. Trotzdem, was muss jetzt passieren, auch für das kommende Heimspiel, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen? Ja, ich glaube, wenn man wenn einen guten Tag hat, dann schießt man 2-3 Tore und die anderen, die denken auf einmal, boah, alles läuft auf einmal. Und ja, dann gehst du einfach dahin, du gehst einfach mit in diese Flow. Und wie man das wieder umdrehen kann, ich glaube, es hat zu tun mit Spaß, Vertrauen. Also nicht schüchtern zu sein. Klar muss man bodenständig bleiben. Also nicht auf einmal denken, dass wir trotzdem, wir zeigen dir mal hier, was wir machen können. Ich glaube, das ist nicht der gute Art, aber schon dieses Vertrauen haben, dass wir das können. Mhm. Also am Endeffekt muss man schon das eine oder andere verlangen von anderen. Ja. Vor allem jetzt die älteren Spieler. Also du kannst nicht von einem 18-Jährigen verlangen, dass er das Ding jetzt zieht hier am Samstag. Aber alle miteinander gegenseitig pushen. Wie gesagt, Spaß und Vertrauen, das ist für mich, ich glaube, wenn wir mit Ball Spaß haben und den Ball gehen lassen und gute Passspiel haben und die Chancen dann kreieren, wird am Endeffekt das Tor kommen. Und wenn das wieder passiert, wenn wir sehen, hey, wir haben ein paar Chancen und da fliegen auch mal ein, zwei dann rein, dann macht es natürlich das, deswegen machen wir den Sport, glaube ich, alle zusammen. Und dann, wenn wir in den Flow wieder kommen, dann glaube ich, dann können wir jeden in der zweiten Liga besiegen. Aber ja, das muss man natürlich auch auf Strecke, auf mehrere Spiele, auf 90 Minuten machen können. Und dafür brauchen wir halt jeder. Also nicht nur die erste Elf, aber die auf der Bank, Staff und alle dazu. Und die Fans natürlich, wenn wir zu Hause wieder spielen. Dann würde ich sagen, kaufen wir das als Schlusswort. Vielen Dank. Du bist jetzt entjungfert, bist nicht mehr ohne Interview der Woche. Und ja, ganz viel Erfolg am Samstag. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich habe euch zu danken.